So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 15. November 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir hier einen Blick auf die Märkte uns gönnen. Natürlich einen Blick werfen auf die am Freitag schon thematisierten, im Morning Meeting thematisierten Jolts und den Print, die da sich in diesem Print widerspiegelnde Tendenz tatsächlich, die ich schon am Freitag, ja, skizziert hatte. Und in der Konstellation natürlich auch einen Blick dann werfen auf die Performance in Gold, in Silber beispielsweise, die sich weiterhin im Bereich ihrer, ich nenne sie jetzt mal Inflationszahlen von letzter Woche Mittwoch, Hochs in diesen Bereichen stabilisieren können, was meiner Einschätzung nach ein sehr, sehr stark bullisches Signal eben tatsächlich nach sich zieht. Bis jetzt ist da weitere Follow-through, das Momentum auf der Oberseite so ein bisschen zum Erliegen gekommen, aber ich denke, das wird zeitnah, dürfte sich das ändern. Also sofern wir natürlich bestimmte charttechnisch relevante Bereiche halten können, die Ausbruchregion in Gold beispielsweise um 8,35 oder dann in Silber beispielsweise die, ich würde mal sagen, 24,50er Region. Wir schauen uns das alles gleich ganz in Ruhe an, ganz entspannt. Da werfen wir einen Blick drauf. Wir werfen natürlich einen Blick auf die anstehenden News die Woche. Also wir werden heute nur einmal kurz drüber wischen, aber am Mittwoch nachbörslich, da haben wir dann besonders auch am Donnerstag, nachdem wir dann die Earnings haben von Nvidia, natürlich eine Möglichkeit, Setups zu formulieren. Müssen wir erstmal abwarten, ob das überhaupt heiß wird und dergleichen. Aber nichtsdestotrotz, da werfen wir gleich einen Blick natürlich drauf, damit wir auch schon eine Idee bekommen, welche Plays da diese Woche interessant werden könnten. DAX weiterhin sehr, sehr unspektakulär, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das wird sich jetzt auch nochmal, das erhärtet sich der Eindruck. Also das, was wir sehen im Chart, das ist auch durchaus etwas, was sich jetzt im Optionsbereich mehr und mehr widerspiegelt, denn es zeichnet sich nämlich jetzt ein auch erhöhtes Open Interest herum geschriebener Putz auf die 16.000er Marke ab. Auf der Oberseite 16.1, also es kann durchaus sein, dass die nächsten Tage nochmal mit Ausblick auf den kleinen Verfall am kommenden Freitag an der Eurex sehr unspektakulär werden und dass wir tatsächlich sogar eine Range nur zwischen 16.000 und 16.100 Punkten zu sehen bekommen, ausgehend nämlich von den entsprechenden Unterstützungskäufen gegen die 16 bzw. Verkäufen gegen die 16.1. Auf der Kehrseite natürlich die Möglichkeit, wenn wir einen Break zu sehen bekommen, könnte das dann Squeeze-Potenzial nach sich ziehen. Auf der Oberseite ganz besonders, aber auch auf der Unterseite könnte ein bisschen Musik reinkommen. Da werden wir auch noch einen Blick drauf werfen. Ja, also wir haben auf jeden Fall einiges abzudecken. Bevor wir ganz offiziell starten, einmal hier der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, auf Margin gehandelt. Die gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend hiervon sind sie nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil stellt man sich die Frage, ist der Handel geeignet für mich? Wenn man zu einem Ja kommt, dann hat man die Möglichkeit auf markets.com/de sich nicht nur einen vollständigen Risikohinweis hier einmal anzuschauen, sondern natürlich auch darüber hinausgehend eine kostenlose Demo, wo man dann risikofrei den Handel ausprobieren kann, herunterzuladen. Wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass man sagt, jupp, das passt, das ist meinem Risikoprofil entscheidend, das ist genau das, wonach ich gesucht habe, dann hat man natürlich dann die Möglichkeit, auch ein Live-Konto zu eröffnen. Klassisches Multi-Asset-Brokerage, darüber hinausgehend, nicht nur CFDs und FX, sondern auch beispielsweise physische Aktien, ETFs, die dort verfügbar sind. Wie gesagt, Produktpalette auf der Webseite, gerne auch Elena eine E-Mail schreiben, wenn ihr da weitere Informationen wünscht. Meinerseits gerne die Möglichkeit nutzen, hier im Livestream entweder mir Fragen zu stellen oder unterhalb des Videos, beziehungsweise schaut auch gerne in der Trading-Chatbox auf meiner Webseite jk-trading.com/forum vorbei, da habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen, euch mit auch dann gleichgesinnten Tradern natürlich auszutauschen, neben mir, beziehungsweise habt auch die Möglichkeit in der Discord-Community zum Beispiel dann eurem Trading grundsätzlich, im Hinblick auf Gold zum Beispiel, habe ich letzte Woche ein Thema gemacht, aber auch US-Equities besonders eben nachmittags, dann euch entsprechend eine Idee zu holen, welche Titel dort heiß sein könnten. Twitter kontaktiert mich gerne, schickt mir gerne eine Mail. Es gibt auf jeden Fall Mittel und Wege, dann zusammenzufinden. Und zack, wir switchen einmal hier rüber in die MarketsX Handelsplattform. Ich räume im Hintergrund kurz einmal ein bisschen auf und schaue einmal, ob hier alles gut gestreamt wird. Das sieht aber bis hierhin jedenfalls schon mal sehr vorteilhaft alles aus. Jetzt gucke ich hier nochmal ganz kurz, ob es Flop macht. So, das sieht auch gut aus. Sehr schön. Also, dann kommt an allen, über alle Kanäle, an die Bildschirme zu Hause. Das Morning Meeting gestreamt, sollte sich das ändern. Lass mich das gerne wissen. An alle, die hier bei YouTube schauen, ich stelle einmal in die Chatbox den Twitch-Kanal ein. Es ist weiterhin so, dass dort keine Schwierigkeiten aufgetreten sind bis jetzt und auch hoffentlich nie auftreten werden. Sollten hier bei YouTube Schwierigkeiten auftreten, wechselt gerne rüber auf Twitch. Da wird das Morning Meeting entsprechend ebenfalls gestreamt. Und so, ja, das wäre es dann mit der Einführung soweit gewesen. Dann schauen wir mal ganz kurz hier uns den DAX an, kurz deswegen, weil, oder beziehungsweise kurz, ein Blick auf die charttechnische Konstellation, die hat sich jetzt unwesentlich verändert. Wir gucken uns gleich mal das erhöhte Open Interest geschriebener Putz an und ordnen das mal ein wenig ein, was es damit auf sich hat. Also, wir sehen das schon seit letzter Woche. Ich hatte ja schon
ich glaube, Freitag vor einer Woche, also nicht jetzt der letzte Freitag, sondern der Freitag davor die Woche, gesagt, dass dieser Verlauf hier sehr, sehr wahrscheinlich ist, dieses Seitwärtsgeschiebe. Und es zeichnet sich so ein wenig ab, dass wir auch weiterhin dieses Seitwärtsgeschiebe wohl uns mit diesem konfrontiert sehen. Einfach deswegen, weil eben dieser kleine Verfall ansteht. Große Bewegungen sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite finden nicht statt. Wir finden, sofern wir denn da mal Abgabedruck sahen, auch in der letzten Woche, mal kurze kleine Korrekturbewegungen in US-Equities gegen die 16.000er-Region eben Käufer in den Markt kommen, die uns dann wieder in Richtung der 16.1 geschoben haben. Ja, und somit schiebt sich dann eben das DAX-Trading hier seit nunmehr einer Woche, seit eben dem 8. an der Stelle, beziehungsweise auch schon zuvor eigentlich beginnend hier, hat man das schon begonnen, sich abzuzeichnen, zu sehen, schieben wir uns eben seitwärts mit leichter Tendenz auf der Oberseite. Also das ist erkennbar. Wir konsolidieren eher, toppen eher gegen die 16.1 aus, als dass wir eben hier ernsthafte Attacken auf die 16.000 auf der Unterseite sehen. Das könnte man durchaus als bullisch interpretieren. Ich würde auch weiterhin dazu tendieren zu sagen, ich gehe bei einem Breakout, sofern er stattfindet, eher davon aus, dass dieser sich auf der Oberseite herauskristallisieren dürfte, auch durch die Saisonalität, das günstige saisonale Fenster, in dem wir uns für Equities grundsätzlich eben bewegen. Nochmal allerdings, das, was dafür notwendig ist, ist vielleicht auch ein fundamentaler Katalysator in irgendeiner Form, der dann eben den Break an der Stelle über die 16.000, Verzeihung, 16.130 nach sich zieht, den Bereich um diese Vorwochenhochs, die wir hier ausgebildet haben, am Donnerstag ganz besonders, aber auch am Freitag nochmal angelaufen waren. Das könnte dann den sogenannten Absicherungsbedarf nach sich ziehen, seitens der Stillhalter, der dann eben diese Squeeze auf der Oberseite forciert und uns dann, wie gesagt, recht zügig Richtung 16.2 führt, 16.3 in 100er Schritten dann eben weitere Ziele aktiviert. Auf der Unterseite könnte es ein ähnliches Phänomen geben, sofern wir die 16.000er Marke unterschreiten. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen, wie tief so eine Korrektur sich dann darstellen könnte, zunächst einmal jedenfalls. So, kann man das hier relativ gut erkennen. So viel Abgabedruck ist dann nicht unbedingt zu erwarten. Also, das heißt, unterhalb von 16.000 wahrscheinlich maximal zunächst jedenfalls um die 100 Punkte vielleicht nochmal Richtung der 15.900er-Region. Aber auch das könnte relativ zügig stattfinden. Und der Grund dafür findet sich eben, und da kommen wir mal hier ganz kurz auf das Verfallsdiagramm, auf dieser Konstellation, die sich jetzt hier herauskristallisiert. Und zwar, wenn wir jetzt mal einen Handelstag, wir gehen jetzt mal vom 9. aus, oder wir nehmen mal letzte Woche, Montag gleich, ne? Von Montag. Was ich jetzt hier mache, das ist ganz cool, ehrlich gesagt, auf dieser Webseite. Man hat eben hier das Open Interest geschriebener Puts bzw. Calls an dieser Stelle, die eben jetzt verfallen, November, ja, am dritten Freitag des jeweiligen Monats. Und jetzt kann man sich hier den Handelstag anschauen, der dann, wenn man auf Play klickt, dir zeigt, wie hat sich das Open Interest verschoben im Laufe der letzten Tage an dieser Stelle. Und ich meine, man kann es hier schon erkennen, ehrlich gesagt. Also wir werden das gleich hier noch ein bisschen animiert sehen, aber diese roten Balken, also der leichte, hellere rote Balken hier an dieser Stelle. Das ist das, wo wir jetzt aktuell stehen. Und wenn wir auf den 8.11. gehen, also vor einer Woche, dann sehen wir, auf die 16.000er Marke ist dieser Balken verschwindend klein. Also dieser rotfarbene, wie heißt das denn? Intensivere Farbton hier an dieser Stelle. Der ist eigentlich verhältnismäßig gering. Und wenn wir jetzt eben hier sehen, zack, der hat kontinuierlich ist der aufgebaut worden. Kontinuierlich wurde der aufgebaut. Ja, das war jetzt über die letzten 5 Handelstage, also bis Freitag, die 4 Handelstage tatsächlich, also von Montag bis Freitag. Und dieser Aufbau hier, den wollen wir mal ganz kurz visualisieren, was das bedeutet und auch welche Rückschlüsse wir infolgedessen für den DAX eben ziehen können, in Bezug auf das, was jetzt erwartet wird oder erwartet werden darf. Also, was wir gerne machen ist, wir gucken uns, oder was wir jetzt gemacht haben auch die letzten Tage ist, wir haben uns ja stets angeguckt, die geschriebenen Calls an dieser Stelle. Also, ich zeichne mal ganz kurz die Auszahlungsprofile ein. Wir haben einmal hier das Auszahlungsprofil für einen Long Call. Ja, das ist also ein Recht, einen zugrunde liegenden Basiswert zu kaufen, zu einem vorher festgelegten Preis. Das ist der sogenannte Basispreis. Und dafür zahlen wir entsprechend eben eine Optionsprämie. So, dann gibt es jemanden, der uns diese Option verkauft. Der ist dann logischerweise auszahlungsprofiltechnisch derjenige, welche der die Optionsprämie kassiert und mit unterschreiten oder überschreiten, ist es dann an der Stelle dieses Optionspreises, dieser hier vertikalen Linie, der dann eben entsprechend Verlust realisiert.
oder zu realisieren hat, beziehungsweise den er abzusichern hat, diesen nach rechts unten abknickenden Ast an dieser Stelle. Das ist der sogenannte Short Call. Okay, das ist das, was wir uns hier an der Stelle angucken, auf der Oberseite, wenn es um die 16.100er Marke geht. Also das heißt, sobald wir über 16.1 brechen, ist derjenige welche, der hier nach unten rechts abknickt, in der Pflicht an dieser Stelle seine ausufernden Verluste einzudecken und dann an dieser Stelle eben zu sagen, ich kaufe jetzt diesen zugrunde liegenden Basiswert zurück, um dann diejenigen welchen, die dieses Recht ausüben dürften, eben auszahlen zu können. So. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Dann gibt es noch den sogenannten Put. Und da ist man auch ein Long Put. Also man setzt zwar auf fallende Kurse, aber nichtsdestotrotz ist man diese Position Long. Das ist ein bisschen gehirnakrobatisch interessant, aber eigentlich relativ unspektakulär. Diejenigen, welchen, die hier solch ein Auszahlungsprofil haben, die bezahlen eine Prämie, das ist hier unten wieder, die zahlen eine Prämie dafür, beim Unterschreiten eines bestimmten Kursniveaus dann hier, also in einem Auftreten, also das ist ein klassisches Versicherungskonzept im Grunde genommen, Versicherungsfall tritt auf, ich habe ein Aktienportfolio an der Stelle, Versicherungsfall ist, wenn die Aktien jetzt im Wert fallen, dann habe ich aber hier ein Recht erworben, das ist eben diese Versicherungsprämie, die ich da im Grunde genommen gezahlt habe, um dann den zugrunde liegenden Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis verkaufen zu können und dadurch kann ich eben entsprechend ausufende Verluste in der physischen Long-Position, die ich im Portfolio habe, eben entsprechend abfedern. Auch hier gibt es natürlich dann den entsprechenden sogenannten Stillhalter und der ist derjenige, der natürlich im Versicherungsfall, in Anführungsstrichen, so nennen wir ihn einfach mal, entsprechend auf den Plan zu treten hat. Der kriegt eine Optionsprämie dafür, dass er mir die Versicherung verkauft und sobald der Versicherungsschaden in Anführungsstrichen eintritt, ist er derjenige, der natürlich dann zum entsprechenden Niveau hier entsprechend diesen Verlust zu decken hat, beziehungsweise dann willens ist, zu diesem dann in dem Fall Preis, diesem Basispreis entsprechend eben den jeweiligen Titel abzunehmen, der eventuell im Wert schon deutlich tiefer eben entsprechend notiert, den auch tiefer kaufen könnte. Also es entsteht an der Stelle für den Stillhalter ein Verlust und das gilt es entsprechend an dieser Stelle abzusichern. So. Und was uns jetzt hier interessiert, ist tatsächlich, dass diese zwei hier, Short Call und Short Put, denn das ist eine gemeinhin bekannte Strategie, einfach an der Stelle seitens des institutionellen Handels, der sagt, wir verkaufen die Option, weil die im größten Teil einfach entsprechend wertlos verfallen. Also in über 70% der Fälle ist es tatsächlich so, dass die Optionsprämie hier vereinnahmen und kein Versicherungsschaden an Anführungsstrichen auftritt. Also sehr einfach gesprochen. Und jetzt passiert natürlich was ganz Interessantes, denn das, was wir uns hier nach oben bei der 16.100 anschauen, ich schreibe das mal ganz kurz hier drüber, beim Short Call, sehen wir eben jetzt mit dem roten Balken, kann man das, ja, ich hoffe, dass man es lesen kann, da sehen wir jetzt auf der Unterseite hier auf die 16.000er Marke. Und das bedeutet jetzt etwas sehr konkret gesprochen, wenn wir jetzt das mal einfangen, dass der Markt im übertragenen Sinne zwischen diesen zwei Niveaus, 16.000 und 16.100, in Anführungsstrichen, gefangen wird. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dass diese Stillhalter hier im übertragenen Sinne sowas gebaut haben, das nennt man dann Strangle. Das ist ein sogenanntes Einfangen der Volatilität. Das ist die Optionsprämie im übertragenen Sinne. Und dann sagen die, hier, das ist die 16.100er Marke. Und das ist die 16.000er Marke, das ist die 16.100er Marke auf der Oberseite. Und was diese Wette im Grunde genommen sagt, ist, dass die den Markt einfangen und jetzt einfach an dieser Stelle sagen, wir erwarten, dass der Handel im DAX in diesem Intervall zwischen 16.000 und 16.100 Punkten stattfindet. Und genau dann, in diesem Fall, ist das ein im Grunde genommen Verkaufen von Volatilität. Also die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass keine starken Schwankungen über diese jeweiligen Grenzen stattfinden. So kann man diese Grafik eben tatsächlich interpretieren, die wir hier jetzt zu sehen bekommen. Und die, wie gesagt, die 16.100er Marke war schon relativ lange ein erhöhtes Open Interest. Jetzt ist die 16.000er Region dazugekommen. Und genau das deutet darauf hin, dass diese Marktteilnehmer offensichtlich hier auch davon ausgehen, dass wir auf der Unterseite keinen Bruch unter 16.000 in den kommenden Tagen zu sehen bekommen. Was wiederum natürlich die Chance bietet, sobald er stattfindet, der Bruch, dass man sagen könnte, die werden auf der falschen Seite erwischt. Und dann infolgedessen ist es denkbar, dass wir folglich eben stärkeren Abgabedruck sehen. Sofern stärkerer Abgabedruck jetzt überhaupt erwartbar ist vor dem
Hintergrund nämlich, dass wir ja hier um 16.000 wahrscheinlich schon eine erste stärkere Nachfrage in den Markt kommen sehen sollten, 15.900 stärkere Nachfrage in den Markt kommen sehen sollten. Aber so lässt sich eben aus diesem derzeit relativ unspektakulären Handel, den der DAX eben hier zeigt, wo wir auf den Händen sitzen sollten, wo sich eben besonders für Breakout-Trader hier kein besonders attraktives Umfeld findet. Also nehmen wir alleine den heutigen Handel in Bezug auf die Open Range zum Beispiel. Wir haben hier einen kurzen Break auf der Oberseite aus der Open Range, ganz kleiner Peaks, 15 Minuten später werden wir auf der Unterseite ausgepiekst. Also das ist so ein richtiges Whipsawing, was wir sehen. Also das heißt so ein Sägezahnmuster, kurz raus, runter, runter, raus. Ja, also das ist so ein Hin und Her und Hin und Her, ausgehend von eben dieser derzeitigen übergeordneten Struktur. Und jetzt denkt man sich natürlich, okay, was bringt mir denn das? Also wenn ich jetzt diese Handelsherangehensweise wähle, Open Range Breakout, was kann ich für Informationen daraus ziehen? Das ist dahingehend eine wertvolle Information, weil eben alleine dieser Blick auf den Optionsmarkt es einfach ermöglicht zu sehen, dass offensichtlich die Marktteilnehmer hier nicht davon ausgehen, jetzt bis zum Verfall am kommenden Freitag, dass es hier zu einem signifikanten Ausbruch kommt. Was wiederum dazu führt, zu sagen, was wir machen ist, wir reduzieren unsere Positionsgröße in diesem unvorteilhaften Marktumfeld als Breakout-Trader und würden allerdings nicht natürlich dann komplett den Handel einstellen, denn es besteht ja immer noch eine in Anführungsstrichen Restchance, dass es zu einem Breakout auf der Ober- oder auf der Unterseite eben entsprechend kommt. Und so lässt sich dann entsprechend aus diesen Informationen eben das auf unser Trading anwenden und eine entsprechende Möglichkeit formulieren, wie wir eben trotz dieses unfassbar unattraktiven Umfelds eben eventuell trotzdem einen positiven Schluss für unser Trading ziehen können, mit dem Ziel, unsere übergeordnete Profitabilität zu steigern, beziehungsweise unseren Erwartungswert eben zu optimieren. Ja. Das also im Zusammenhang mit dem DAX. Es ist doch länger geworden, als ich dachte, aber ich denke, hoffe an der Stelle, dass es ein Mehrwert war, in der Lage zu formulieren. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen übertrieben an der Stelle. Ein bisschen oft rein und raus geklickt. Einen Moment, ich möchte mich kurz abmelden und wieder anmelden. Werfen wir kurz einen Blick auf den S&P. So, fahren nach oben. Also S&P handelt knapp unterhalb der 4700er Marke. Eine tiefere Korrekturbewegung bis jetzt nicht zu sehen bekommen. Die Aufwärtssequenz bleibt intakt. Grundsätzlich, also bleibt die intakt und was wir jetzt mehr und mehr sich ja abzeichnen sehen, ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich hatte gesagt, es ist am wahrscheinlichsten, dass wir eine Konsolidierung auf hohem Niveau zu sehen bekommen, wo wir uns an diese Trendlinie wieder heranschmiegen, in Anführungsstrichen. Also sprich, dass wir eben auch hier, also das bestätigt sich dann auch durch den US-Handel, dass wir hier eine entsprechende Seitwärtsrange weiter ausbilden sehen, sich über die kommenden Tage, dass wir dann ranlaufen im übertragenen Sinne an diese Trendlinie und dass wir von dieser dann erneut aufdrehen und entsprechend eben diese sogenannte Jahresendrally, also diese Santa Claus Rally eben tatsächlich starten. Sofern der Markt weiter seitwärts konsolidiert, sollte er tiefer einknicken, dann sehe ich den S&P solide unterstützt im Bereich um 4.600 Punkte. Auf der Oberseite, wenn wir über 4.720 eben tatsächlich brechen, dann könnte das nochmal eine deutliche Beschleunigung auf der Oberseite nach sich ziehen, die dann uns wahrscheinlich sogar in den Jahresschluss hinein realistisch bis in Gefilde um 5.000 Punkte im S&P eben führen könnte. Also die Vorgaben sind hier weiter ganz klar bullisch und man sollte sich diesem Momentum bei aller angebrachten, angemessenen Skepsis dennoch nicht widersetzen. Also es sieht weiter danach aus, als wenn diese bullischen Vorgaben weiter fortgeschrieben werden. Aus dem Earnings-Kalender sollten wir nicht unbedingt so viele Impulse erwarten. Also natürlich, wenn wir den S&P betrachten, ist das nochmal ein bisschen breiter aufgestellt als beispielsweise der Nasdaq im Growth-Bereich, wo einzig und allein hier an der Stelle eben Nvidia eine Rolle spielt. Vielleicht gibt es da einige sogenannte Side-Effects vielleicht, wenn wir Baidu sehen, beziehungsweise ich glaube auch Baba, wenn ich das richtig gesehen habe. Alibaba, ich muss mal kurz gucken, wann machen die? Wann lassen die sich ins Bilibili? Baidu. Kurz gucken. Sieht jemand Alibaba? Dann rufe er mal hier. Da oben, da ist er. Donnerstag, vorbörslich. Also da kommen auch entsprechende werden Zahlen veröffentlicht. Aber nichtsdestotrotz, im Hinblick auf den S&P vielleicht, eher Walmart von Interesse, Target, Kohl's. Wir haben das in der Vergangenheit gesehen. Ich habe da diverse Tutorials auch dazu zum Thema gemacht gehabt. Die sind durchaus in der Lage, tatsächlich
sehr schöne Intraday-Strukturen herauszukristallisieren. Also im Hinblick auf Walmart gucken wir morgen, auch im Hinblick auf Target gucken wir morgen. Da könnte es durchaus sein, dass das vielleicht da auch nochmal bullische Impulse aus diesen Retailern eben tatsächlich dann auf den S&P durchschlagen. Wir sollten es im Hinterkopf behalten. Ich würde es nicht überbewerten wollen, eben tatsächlich, aber nichtsdestotrotz, wir sollten es so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass da einige interessante Kandidaten sind. Ich gucke mal ganz kurz, Lucid, heute nachbörslich, könnte dahingehend natürlich interessant werden. Lucid gibt es gar nicht, LCID? Ja, nicht überraschend, ehrlich gesagt. Das ist nicht unbedingt der liquideste Titel. Also jetzt würde man sagen, liquidester Titel, naja, wenn wir es mal kurz auf Finwiz gehen, das ist schon liquide, nicht, dass man das irgendwie missversteht, aber du musst natürlich dann auch entsprechende Möglichkeit bekommen. Ja, siehst du, du hast keinen wirklichen Überblick, ehrlich gesagt. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, wollen ja auch was verdienen. So, sehr gut. Also, Lucid ist ein sogenannter SPAC. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht daran, ich hatte dazu auch ein Tutorial gemacht gehabt und was SPACs sind eben tatsächlich und geht im Grunde genommen, schlägt in dieselbe Schiene, nur im Luxussegment im Bereich Electric Vehicles. Hat jetzt jüngst einen ziemlichen Run gesehen, logischerweise, nachdem Rivian letzte Woche eben an die Börse gegangen ist. Rivian, sehr erfolgreichen Börsengang, muss man dazu sagen. Ne? Moment. Rivian, wo haben wir es? Da. Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden. Durch diesen Run, eventuell auch Tesla begünstigt, das ist allerdings eine ziemlich massive Spekulation, möchte man sagen, ausgehend von den fundamentalen Kennzahlen, das war ein Growth-Titel, also man sollte das nicht überbewerten. Nichtsdestotrotz, es gibt gerade in diesem Bereich einfach einen entsprechend starken Run und deswegen könnte es sein, dass der eine oder andere auch einen Blick wirft auf Lucid. Das Problem, was du eben bei Lucid hast, auch im CFD-Bereich eben tatsächlich, ist natürlich, dass wir hier nicht so wirklich ein liquides Umfeld finden, beziehungsweise nicht so wirklich eine Möglichkeit finden, dann auch entsprechend unproblematisch in Anführungsstrichen Aktien zu shorten beispielsweise. Also das gilt auch für Liquiditätsprovider. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel infolge eines Earnings Releases hier Short-Position in der Aktie aufbaue und der jeweilige Liquiditätsprovider verkauft mir dann den zugrunde liegenden CFD oder beziehungsweise den CFD an dieser Stelle, will seine Exposure hedgen, also ist er dann short in einem entsprechenden Umfang, findet aber nicht die Möglichkeit, diese Titel eben entsprechend zu hedgen oder nur unter schwierigen Umständen an dieser Stelle, dann könnte das dazu führen, dass eben der Liquiditätsprovider in ein Risiko gehen muss, welches er nicht unbedingt haben möchte in einem derzeit derart heißen Titel. Und das ist eben durchaus etwas, was man berücksichtigen sollte, was dazu dann führt, dass man an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten bekommt, eben entsprechend handelbare Stücke zu finden und was sich dann in solchen Titeln wie Lucid eben tatsächlich widerspiegelt. Wie gesagt, wir werden es mal nachbetrachten, mal schauen, wie sich das eben entsprechend darstellt. Ich werde es so ein bisschen auf dem Schirm haben, wobei mein Hauptfokus tatsächlich gerade so ein bisschen vom Einzeltitelbereich weg, also nicht, dass nicht spannende Einzeltitel anstehen, aber im Bereich eben Global Makro sich eher widerspiegelt. Also das heißt, besonders mein Fokus derzeit auf Gold oder auf beispielsweise Silber liegt, wo ich sagen muss, das sind extrem starke Vorstellungen, die wir hier vorfinden. Besonders vor dem Hintergrund, wir können mal ganz kurz, bevor wir jetzt hier uns Gold näher betrachten, einen kurzen Blick mal auf den Euro-US-Dollar werfen. Besonders vor dem Hintergrund, dass der US-Dollar weiter derart stark performt, wie er es derzeit tut. Begünstigt durch die diversen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Einerseits anziehende Inflationserwartungen. Also das bedeutet, wir sehen zwar Inflation, die anzieht, zeitgleich aber nicht die Zinsen wirklich treiben, aber nichtsdestotrotz eben tatsächlich die Realverzinsung nicht so stark negativ wird, dass es eben sich ähnlich darstellt, ähnlich dramatisch, möchte man schon sagen, wie im europäischen Kontext. Bedeutet also etwas anderes, wir haben einen Zinsvorteil bei Investments in den US-Dollar gegenüber dem Euro, neben vielleicht auch den politischen Entwicklungen, die hier stattfinden. Also man sollte nicht unterschätzen, die derzeitigen Entwicklungen, die wir jetzt in Österreich zu sehen bekommen. Ich bin sprachlos. Ich sage es, wie es ist. Ich bin vollkommen sprachlos. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Und dass nicht alle Alarmglocken angehen, wirklich bei allen. Und dass das totgeschwiegen wird, dass man stattdessen weiter mit auch ganz besonders einer heftigen Zensur teilweise konfrontiert ist. Ich bin sprachlos, ich bin wirklich sprachlos. Wir sehen auch im Hinblick beispielsweise auf die Situation, wie sie sich in den Niederlanden darstellt, Lockdown, den man jetzt da verabschiedet,
oder beziehungsweise den man beginnt auf den Weg zu bringen, trotz auch einer recht weit vorangeschrittenen Impfkampagne, die ja wiederum Fragen aufwirft und der Druck, der sich auch in der Gesellschaft beginnt aufzubauen. Ich habe jetzt nur gestern einige Ausschnitte gesehen in Den Haag. Beispielsweise sind wohl Straßenschlachten die Folge gewesen, nachvollziehbarerweise, möchte man fast schon sagen, denn natürlich wird sich der Unmut jetzt mehr und mehr auch gegenüber dem Establishment in Folge oder in Form von vielleicht gewalttätigen Übergriffen dann widerspiegeln. Nicht, dass man es befürwortet, aber es ist nochmal, irgendwie nachvollziehbar vor dem Hintergrund all dessen, was jetzt stattfindet. Und auch der vorschreitenden Spaltung, Separation, die in der Gesellschaft vorangetrieben wird. Stichwort hierzulande nennt man Lockdown für die Ungeimpften 2G. Das ist genau das Gleiche, nur dass man es anders nennt. Also natürlich wird es jetzt wieder irgendwelche Leute geben, die dann sagen, das ist ja gar kein Lockdown. Es ist aber auch kein normales gesellschaftliches Miteinander. Ich glaube, da sind wir uns einig. Gut, also, und diese Spannungen, die sich aufbauen, die machen sich natürlich auch in der Skepsis in der zugrunde liegenden Währung bemerkbar. Mit Sicherheit tragen dazu bei. Und da kommt ein Cocktail zustande, der einfach hier Euro, US-Dollar eher weiter unter Druck erwarten lässt. Also ich gehe eher davon aus, dass wir hier weiter Abgabedruck sehen. Und trotz dessen sehen wir eben Gold sehr stark performen oder auch Silber an dieser Stelle. Und das ist eben ein deutliches Signal, welches eben weiteres Aufwärtspotenzial eben bereithält. Denn es zeigt, dass die Marktteilnehmer mehr und mehr offensichtlich jetzt auch beginnen, klassische sichere Häfen hier anzusteuern. Oder beziehungsweise sich dann gegen die zu erwartende, vielleicht dann früher oder später auch einsetzende, galoppierende Inflation eben positionieren. Und die wird auch befeuert durch die jüngst jetzt veröffentlichten, zum Beispiel Joles Numbers. Also wir haben am Freitag das zum Thema gemacht gehabt. Das waren hier die Job Openings oder die Job Vacancies, also die ausstehenden Jobs an dieser Stelle, beziehungsweise neu auf dem Markt oder zu besetzenden Jobs, so möchte ich es formulieren, zu besetzende Jobs und die nicht besetzt werden können. Aus diversen Gründen. Ich hatte das sehr flapsig formuliert. Es ist auch weiterhin spekulativ, aber nichtsdestotrotz eine ernstzunehmende Option. Ich sagte am Freitag ja, dass wir durchaus in Betracht ziehen sollten, dass Leute einfach nicht zurück in die Arbeit gehen, weil sie einfach entweder Unemployment Benefits bekommen, die ihre bisherigen Job, für den sie hart arbeiten müssen, wesentlich unspektakulär oder entspannter eben generieren können, weil sie einfach zu Hause sitzen bleiben und dafür ausreichend Geld in Folge eben zu entsprechender Sozialleistungen eben erhalten. Eine Möglichkeit. Die andere ist, dass sie eben tatsächlich andere ertragreichere Einkommensquellen aufgetan haben, zum Beispiel Spekulation bzw. Trading in diesem Zusammenhang. Und das sieht man ja, das gibt sich im übertragenen Sinne ja die Klinke in die Hand. Also man hat zunächst einmal diese Geldgeschenke gesehen, dieses Helikoptergeld letztes Jahr, Mitte des Jahres, welches ganz wesentlich zu diesem Run auch im Tech-Titeln beigetragen hat, 1200 Dollar, die dann eben ihren Weg in den Growth-Bereich gefunden hat. Tesla, alle Growth-Titel im Großen und Ganzen, die dort Rang und Namen haben, die dann einen Mega-Lauf gesehen haben. Nachdem dieser Run so ein bisschen begann zum Erliegen zu kommen, gab der nächste Hype dem im Grunde genommen die Klinke in die Hand. Meme-Stocks, GME, AMC und dergleichen. Parallel dazu, beziehungsweise dann überlappend, war Krypto in diesem Zusammenhang. Bitcoin mit dem Run auf neue Allzeithochs, das war im April. Jetzt mittlerweile sind wir bei Shiba Inu und diesem ganzen Wahnsinn. NFTs, also das heißt anders formuliert, da sind teilweise extreme Renditen eben durch diesen massiven Liquiditätsschwall möglich gewesen. Und da wird es einige geben, einige viele möchte man sagen. Also der Eindruck entsteht zumindest, wenn man sich auch in sozialen Medien darüber informiert, dass einfach die Leute sagen, ich habe gar keinen Grund mehr, in den Job zu gehen. Ich verdiene mich hier in Anführungsstrichen goldene Nase in den Märkten. Also das heißt über entsprechende Spekulationen. Die Sache ist natürlich die, das ist meistens mehr Glück als Verstand, logischerweise. Denn diese Menschen, die wissen teilweise gar nicht, was sie tun. Also sie sehen da nur eine mögliche Einkommensquelle. Und das ist möglichst einfach. Du kaufst einfach und 2 Tage später verkaufst du mit einem entsprechend sehr attraktiven Profit im übertragenen Sinne, ohne wirklich zu sehen, was da eigentlich was die Basis profitablen Tradings eben tatsächlich ist. Das ist eine potenzielle Blase, das ist eine gefährliche Entwicklung, die früher oder später mit einem großen Knall sich wieder auflösen wird, wie es in der Vergangenheit schon immer der Fall war. Aber nichtsdestotrotz, also diese Spekulation, dieser Gedanke, der sollte nicht unterschätzt werden und er wird vor allem bestätigt. Also nicht in Bezug jetzt auf die Spekulation selbst, vielleicht gibt es auch andere ertragreichere Quellen, aber die Zahlen, die am Freitag hier veröffentlicht worden sind, also wir haben jetzt keinen neuen Jahreshoch markiert, aber wir haben immer noch 10,438 Millionen offenstehende Jobvakanzen. Und was Zero Hedge hier ganz interessant aufbereitet ist an dieser Stelle, der zeigt mal auf, wie viele Leute aus den Jobs rausgeströmt sind. Also wir haben eigentlich eine Wirtschaftskrise und wir haben eine Unsicherheit. Wir wissen nicht wirklich, wie geht es eigentlich weiter. Vielleicht
findet sich auch ein Grund, in den jetzt in den USA dann, wir schauen ja auf den US-Markt, vielleicht in den verabschiedeten sogenannten Vaccine Mandates, also das heißt diese Impfpflicht, die dort seitens der Unternehmen durchgesetzt wird und dergleichen, dass die Leute sagen, ne, ich lass mich nicht impfen, dann lasse ich lieber meinen Job, hänge ich dann lieber an den Nagel und habe dann eben keinen Job. Das ist auch durchaus eine Option, die eine Rolle spielt. Aber Fakt ist, unabhängig, wie wir es jetzt betrachten, was der Grund ist, wir sehen in Blau, dass wir ein absolutes Rekordhoch seit Aufzeichnungsbeginn haben hier im Hinblick auf die Quits der Jobs. Also das heißt, die Leute, die ihren Job aufgeben, die kündigen. Und parallel dazu kann man eben sehen, dass zeitgleich die Unternehmen hier einen Rekordstand von 2,8 Millionen ausgeschriebenen Jobs haben, die es zu besetzen gilt und die hier an der Stelle auch tatsächlich über dem Niveau liegen, welches Unemployed Workers beinhaltet. Das heißt also, es gibt mehr Jobs, die offen stehen, als Unemployed People, also das heißt arbeitslose Menschen an dieser Stelle. Und jetzt kommt die logische Überlegung. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein bisschen Zahlenspielerei, ist ja ganz interessant, aber was hat das mit Gold zu tun? Das hat eine ganze Menge mit Gold zu tun, das hat eine ganze Menge mit Edelmetallen zu tun, beziehungsweise mit der zu erwartenden Inflation. Denn was werden Unternehmen natürlich tun? Sie werden folglich sagen, ja, wir wollen die Jobs besetzen. Was müssen wir machen? Wir müssen mehr Geld zahlen. Wir müssen eventuell attraktivere Umstände schaffen. Das kann durchaus beinhalten zum Beispiel Homeoffice und dergleichen. Für mich ist das kein Problem. Ich arbeite schon seit Jahren zu Hause. Also für mich gab es keinerlei Veränderung. Aber was ich erfahren habe mit der Zeit, wenn man sich mal mit zwei, drei Leuten unterhält, ist, dass die Produktivität doch teilweise auch so ein bisschen darunter leidet, von zu Hause zu arbeiten. Weil du hast keine Oversight, du hast keine Leute, die auf dich aufpassen, dass du deinen Job machst und nicht irgendwie auf irgendwelchen Portalen dich in irgendeiner Form eben tummelst, Facebook deinen Status checkst oder Twitter oder sonst dergleichen, sondern dass du deiner Arbeit nachkommst, besonders eben auch im Hinblick auf deine Kollegen, die vielleicht da mal sagen, du willst nicht mal jetzt deine Aufgaben nachkommen. Stichwort, also nochmal, Produktivitätseinbuße vielleicht. Das ist nur Spekulation, aber nichtsdestotrotz. Und das in Kombination wird zwangsläufig zum Inflationsdruck hinzuführen. Also nicht nur in Bezug auf die Produktivität, sondern besonders im Zusammenhang mit den gezahlten Löhnen, weil es müssen mehr Löhne, höhere Löhne gezahlt werden, um die Leute zu motivieren, diese Stellen zu besetzen. Und Unternehmen werden Folgendes machen, die werden sagen, wir zahlen euch höhere Gehälter, wir müssen aber unsere Gewinnmargen und Kostenstruktur dennoch irgendwie an dieser Stelle bedienen. Wir müssen die ausstehenden Kosten bedienen und trotzdem weiter Gewinn erwirtschaften. Heißt, wir müssen die Preise anheben. Logisch, wir geben das auf den Verbraucher weiter an der Stelle für unsere Dienstleistung, die er kauft, die er in Anspruch nimmt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen auch aus der Perspektive sich einen aufbauenden Inflationsdruck, neben den diversen Shortages, nicht nur im Arbeitsbereich, sondern eben beispielsweise auch im Hinblick auf die Lieferengpässe beispielsweise oder die Unterbrechung der Lieferketten und dergleichen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen zwangsläufig anziehende Inflation und demnach ist dieser Ausbruch und der Wochenschluss im Bereich auch der Wochenhochs hier im Hinblick auf Gold, meiner persönlichen Einschätzung nach, ein unglaublich bullisches Signal. Bis jetzt sehen wir erstmal keinen darüber hinausgehenden sogenannten Follow-Through. Also bis jetzt kommt dieses Momentum so ein bisschen zum Erliegen. Nichtsdestotrotz, wir sehen eine leichte Tendenz steigender Hochs hier in Bezug auf die Stunde. Und es lässt sich meiner Einschätzung nach jetzt auch hier wieder aus diesen Bereichen für Gold vielleicht ein attraktives Long-Szenario formulieren. Gegen die sich herauskristallisierte Trendlinie, gegen den jetzt 1,860er Bereich roundabout, mit einem Stop eng, allerspätestens unterhalb hier 8,40 an dieser Stelle und dem Ziel, dass es zu einem Break über 1870 US-Dollar pro Feinunze kommt, mit Follow-Through Richtung dann in der Stelle, das sind jetzt die Jahreshochs, das ist, Verzeihung. Das ist der Bereich Mai-Hochs ungefähr, ja, Mai-Juni-Hochs ungefähr, 1910, 920 Dollar. Und dann sehen wir, das ist CRV-technisch gar nicht so unattraktiv. Ich zeichne das mal kurz ein, was ich meine. Also, wenn wir mit unserem Stop in dem Bereich hier arbeiten, 1,840 mit einem Long jetzt aus der 860er-Region, hier ist unser Entry, dann haben wir einen Risk von 20 Dollar. Ja, 20 Dollar Risk ungehebelt und gehen auf der Oberseite auf den Bereich 1,29, kommen wir auf den CRV, selbst aus diesen aktuellen Gefilden, aber mit ganz klaren, dieses bullische Szenario begünstigenden Faktoren,
Kommen wir auf ein CRV von 3 zu 1, was ich unglaublich attraktiv finde, auch im kurzfristigen Bereich tatsächlich. Natürlich hätten wir um ein Vielfaches noch ein attraktiveres CRV oder Implied Odds, so genannte, könnte man jetzt sagen, wenn wir hier den Breakout schon long getradet haben und so weiter. Ich habe meine Long-Position noch, ja, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt so ein Bereich, wo ich mir natürlich die Frage stelle, wie kann ich jetzt mein Payout potenziell optimieren? Also das heißt, wie kann ich zu meiner bestehenden Kernposition hier nochmal hinzuaddieren? Und das Szenario, das scheint mir durchaus attraktiv zu sein, weil auch sich herauskristallisiert, dass die Nachfrage nach Gold weitergegeben bleibt und dass das auch fundamental entsprechend getragen wird. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, wir haben hier durchaus eine interessante Konstellation. Ich glaube, am Freitag hatten wir die 850-Regionen, also 1850 ungefähr als potenziellen Long mit Stop unterhalb der 840. Auch die ist aktuell noch am Laufen. Ja, wir können das jetzt hier nochmal, wenn man sagt, ich wollte übers Wochenende die Position nicht halten, das ist ein relativ enger Stop, vielleicht Gap Down, was weiß, was passiert. Absolut nachvollziehbar aus Risiko-Money-Management-technischer Perspektive, sehr, sehr gut, solche Bedenken im Vorhinein zu äußern. Korrespondiert das mit meiner Personality, mit deiner Trading-Persönlichkeit? Kommt man zu dem Schluss, dann hat man aber jetzt mit Ausblick auf die entsprechende Handelswoche und einem sich hier meiner persönlichen Einschätzung nach herauskristallisierenden potenziellen Break höher, durchaus ein Setup, was ebenfalls CRV-technisch attraktiv scheint. Also, das ist der Ausblick für Gold. Wie gesagt, Wirtschaftsdatenkalender heute verhältnismäßig dünn, aber nichtsdestotrotz ein Grund, sich auf die Lauer zu legen, so nenne ich das mal. Ähnliche bullische Vorgaben finden wir in Silber. Wir sehen hier auch einen sehr deutlichen Close oberhalb der 2470. Das ist die Ausbruchregion gewesen. Nach dem Breakout höher, ja hier, der am Mittwoch auf den Weg gebracht worden ist, auch hier zeichnet sich ab höhere Tiefs, die herauskristallisiert werden. Besonders günstig finde ich, dass wir hier am Freitagmorgen noch zum Morning Meeting haben wir gesehen, da sind wir mit leichten Abgaben reingekommen. Und wir haben aber diesen Bereich um 2480 halten können. Und haben dann nicht nur den Bereich halten können, sondern sind in Richtung und auf neue Wochenhochs gestoßen. Anders als Gold. Also Gold hat hier so eine relative Schwäche gezeigt. Und dieser bullische Ausblick in Silber, erinnert euch dran, das hatte ich auch im Hinblick auf das Morning Meeting am Freitag gesagt, Silber ist weiterhin unglaublich stark, relativ in Bezug auf Gold. Also der Ausblick für Gold ist bullisch, wie gerade skizziert, aber eine Beimischung Silber ist hier durchaus eine interessante, einfach ausgehend von der erwarteten Outperformance. Der bullischen Outperformance sollte sich dieses Szenario herauskristallisieren, sofern wir, wie gesagt, dann über diese Hochs ausbrechen. Ich glaube, die 26 ist nur ein Zwischenstopp. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir relativ zügig vielleicht sogar in Richtung der 27er-Gefilde durchlaufen auf der Oberseite. Und all das gilt, und das kann man hier erkennen, mindestens solange wir oberhalb von 24,80 handeln, eventuell ein bisschen großzügiger, solange wir oberhalb von 24,50 handeln. Also auch hier habe ich weiter eine Long-Position, die ich aufgebaut hatte, allerdings schon vor den Inflationszahlen, die ich dann als bullischen Trigger natürlich hier wohlwollend weitergetragen habe. Bis jetzt habe ich noch nicht in irgendeiner Form Teilgewinnmannahmen auf den Weg gebracht. Ich bin so ein bisschen aktuell am Überlegen, wann ich von einem Change in Character sprechen würde. Stop, wie gesagt, liegt bei mir noch auf der 24,50. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich schon beginnen würde, mindestens die Hälfte rauszunehmen, sofern wir unter die 24,80 rutschten. Was derzeit nicht wahrscheinlich scheint und genau deswegen, wenn es passieren würde, mich dazu veranlassen würde, die Position eben abzubauen. Und dann bei einem tieferen Flush eventuell nochmal hinzuzunehmen an dieser Stelle. Ja, so, das also zu Gold und zu Silber. Also weiterhin sehr, sehr attraktive Setups, die sich hier herauskristallisieren. Interessanterweise muss man sagen, attraktiver als das, was wir im Bitcoin sehen. Ja, die Vorgaben bleiben bleibbar bullish. Wir hatten ja auch am Freitag hier ein Szenario skizziert gehabt. Ich muss mal kurz gucken. Morning Meeting, 14. Konsolidierung, ich weiß es gar nicht mehr. Was hatten wir denn? Da hatten wir uns zum Thema gemacht. Keine Ahnung. Kriege ich nicht mehr zusammen, was wir für Bitcoin für ein Szenario skizziert hatten. Aber auf jeden Fall im Mittelpunkt des Geschehens aktuell hier nach oben natürlich die 66er Region, 66.000. Mal kurz gucken. Ich glaube, die lasse ich besser raus. 66.000er Region dahingehend interessant, weil mit einem Breakout höher weitere Aufschläge denkbar sind, zügig bis 67.000 bzw. darüber hinausgehend, dann in Richtung der 69.000er Region. Und wir haben auch ein klares Level, gegen das wir riskieren können, auch hier in der Bereich. Das ist 65,2 ungefähr. Das ist hier so ein Bereich Konsolidierungshoch, den wir zurück haben erobern können und der jetzt hier in den frühen Morgenstunden
Beziehungsweise 15. Ja, heute. Heute in den frühen Morgenstunden hat gehalten werden können. Also zum europäischen Opening hat gehalten werden können. Das ist durchaus eine Region, gegen die man hier auch riskieren kann. Mit einem Break höher auf neue Tageshochs würde man das einstreuen. Wie gesagt, 66,2 als Long Entry, Buy Stop 65,2 als Risiko. Das sind 1000 US-Dollar Risiko pro Bitcoin. Und Ziel auf der Oberseite 68,7, vielleicht dann auch Squeeze-Potenzial in Richtung der 70.000er Region. Also CRV-technisch, denke ich, ein ganz interessantes Szenario, wenn man sich hier mit einem Breakout Long positioniert. Aber wie gesagt, ich finde ehrlich gesagt Gold und auch Silber irgendwie charttechnisch und auch CRV-technisch irgendwie nochmal ein bisschen einladender, nochmal ein bisschen interessanter tatsächlich. So, Gold, Silber, Euro, US-Dollar. Ich glaube, den Euro-US-Dollar hatten wir zwar gerade kurz mal fundamental angerissen, aber nichtsdestotrotz wollen wir den auch nochmal tradingtechnisch beleuchten, nochmal unterstreichen, dass Devisenplays ganz aktuell nicht das Attraktivste sind, beziehungsweise dass vielleicht sich im Devisenbereich Engagements, besonders wenn man US-Dollar tradet, als negativ korreliert dazu eventuell Gold anbietet, wobei die negative Korrelation ja gerade so ein bisschen aufgehoben ist. Also derzeit sehen wir wirklich eine Quelle nach, einen Run auf. Liquide Assets an dieser Stelle, beziehungsweise absichernde Assets. Also man kann das durchaus irgendwie erahnen, dass sich vielleicht der ein oder andere Marktteilnehmer, größere Player vielleicht beginnt, für anstehende Turbulenzen an den Finanzmärkten so ein bisschen abzusichern. Also ich will nicht den Teufel an die Wand malen, irgendwann kommt die Korrektur, dann könnte ich mir jetzt sagen, siehst du, habe ich ja gesagt. Also so will ich das nicht verstanden sehen. Es ist auf jeden Fall aber dennoch so, dass eben sich zunehmend Spannungen aufbauen, die früher oder später sich eigentlich, würde man sagen, auf die Finanzmärkte auswirken sollten. Also nochmal, das, was wir gerade besonders im europäischen Kontext hier zu sehen bekommen, ist zutiefst verstörend. Nicht, dass es überraschend käme. Ja, das hatten wir im Morning Meeting schon häufiger skizziert. Und ich denke auch, auch wenn es eigentlich eine hauptsächlich politische Motivation ist, die dem zugrunde liegt, wird sie sich früher oder später definitiv auf die wirtschaftlichen Aspekte auswirken, beziehungsweise steht vielleicht sogar im direkten Kontext mit diesen eben tatsächlich. Und also nochmal, in diesem Zusammenhang, der Ausblick für den Euro bleibt auf jeden Fall eher short. Ich würde allerdings dennoch vor dem Hintergrund dieses bis dato anmutenden überdehnten Modus ein bisschen vorsichtig sein bei Short-Engagement, sofern ich überhaupt den Euro-US-Dollar traden würde. Wie gesagt, Fokus liegt da eher auf Gold oder Silber aktuell, auf der global makroökonomischen Perspektive, weil wir nämlich im Bereich hier um diese grün gestrichelte Linie. Das sind so die Corona-Übertreibungshochs, beziehungsweise das war so eine Widerstandsregion, die aber auch im Juni 20 angelaufen waren. Das ist so der Bereich um 1,1350, 1,1370. Also ein Drop unter die 1,14 scheint durchaus noch denkbar, aber CRV-technisch wird es auf der Short-Seite zunehmend unattraktiv. Und wir hatten ja in dieser Konstellation auch am Freitag, der ein oder andere erinnert sich ja vielleicht, der Martin hatte was geschrieben gehabt, auch hier eine Saisonalität, die nicht unterschätzt werden sollte, besonders ab Mitte Dezember, die dann beginnt, hier eine Rolle zu spielen. Und ist durchaus denkbar, dass wir in diese Gefilde vorstoßen, die derzeitige Schwäche im Euro dann nicht sofort einen schärferen Bounce nach sich zieht, aber dass wir in diesem Bereich konsolidieren und dann infolge dieser Saisonalität eben eine Gegenbewegung sehen, die uns zunächst einmal in Richtung und vielleicht auch leicht über das 1,15er Niveau eben tatsächlich im Euro-US-Dollar zurückführt. Zunächst aber, wie gesagt, der Vorteil bleibt erstmal short. Das gilt ganz besonders, sobald wir unter die 14,30 eben rutschen. Man sollte allerdings dann auf der Unterseite auch das Momentum nicht zu stark erwarten. Also 13,50 bis 13,70, denke ich mal, ist das höchste der Gefühle, welches wir hier im Euro-US-Dollar eben tatsächlich erwarten sollten. So, das zum Euro-US-Dollar. Blick auf Einzeltitel sollten wir auf jeden Fall uns noch gönnen. Ein Augenblick, ich guck mal kurz. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Was war denn? Tesla, Tesla, Tesla. Ich zeige euch nämlich mal ganz kurz was. Auch das sollte man nicht unterschätzen. Kurzen Augenblick. Ich mache mal kurz in meinem Chart die Vorbörse, damit wir eine Idee haben, an der wir uns orientieren können. Wo haben wir denn Tesla? Das Tesla. Nee, das ist NIO. Das ist Tesla. Ja, das kommt nicht überraschend. Was ich meine ich? Also in der Vorbörse, wir sehen, wir haben Schlusskurs um 1030 Dollar gehabt. Also das war relativ schwach eigentlich, was Tesla dann nach diesem Flushout am
hier am Dienstag letzte Woche produziert hat. Also das war eher eine bärische Konsolidierung. Und wir haben auch ein ganz relativ klares Level. Also ich möchte eigentlich einen Bruch dieser Trendstruktur, ich mache es mal rund, 1050 Dollar und halten, zu sehen bekommen, damit dieser kurzfristig bärische Modus, in dem wir uns hier wiederfinden, zum Erliegen kommt. Wir sehen allerdings jetzt in der Vorbörse bereits, es zeichnet sich erneut Abgabedruck ab und die 1000er Region rückt nochmal entsprechend in den Mittelpunkt des Geschehens. Und wo kommt dieser Abgabedruck her? Ich könnte mir vorstellen, das hat mit einem das hat mit einer Entwicklung zu tun, die über das Wochenende wieder stattgefunden hat. Das ist der Twitter-Account von einem gewissen, oh, Elon Musk, das habe ich dann Komma reingesetzt. So. Ja, das ist der CEO von Tesla. Über die Tweets sieht man noch nicht viel. Also, da ist noch nicht besonders viel passiert. Ja. Aber die Tweets und Antworten, die sind spannend. Weil da sieht man nämlich, dass da gestern eine Entwicklung stattgefunden hat, die äußerst, äußerst interessant ist. Bernie Sanders, der eine oder andere kennt ihn vielleicht, das ist ein ja, potenzieller, also er ist Senator, US-Senator, US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten gewesen im letzten Jahr und Sozialist. Ne? Also Bernie Sanders ist ein Sozialist durch und durch. Und natürlich schlägt er auf diese oder in diese Kerbe: We must demand that the extremely wealthy pay their fair share. Also a period, also der kontinuierliche Verweis darauf, dass eben die sehr reichen Menschen entsprechend eben entsprechende Steuern zu zahlen hätten und dergleichen. Es überrascht nicht. Also, dass jemand wie Bernie Sanders in diese Kerbe schlägt, was aber dann Unglaubliches ist, dass Elon Musk das natürlich liest. Wir erinnern uns dran, letzte Woche war ja diese Umfrage im Zusammenhang, soll ich Tesla-Shares abstoßen und dergleichen. Und dann schreibt er hier: I keep forgetting that you're still alive. Also offensiver kann man schon gar nicht mehr agieren. Ja? Also Bernie Sanders ist fast 80, glaube ich, vielleicht sogar auch schon über 80. Und wenn Elon Musk dann erstmal schreibt: I keep forgetting, ich vergesse, dass du überhaupt noch lebst. Ich glaube, das ist schon ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Und das ist vor allem noch nicht alles, sondern danach setzt Elon Musk noch einen drauf. Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word. Also, willst du, dass ich mehr Aktien verkaufe? Ja, im Hinblick auf das, was ja jetzt schon passiert ist, an Aktien, die abgestoßen worden ist, um die Aktien, also Optionen und dergleichen, die verfallen. Jetzt hat sich herauskristallisiert, das war eigentlich schon im September, war das schon klar. Da wurden schon die entsprechenden Filings auf den Weg gebracht. Das heißt also, eigentlich war das nur ein Spiel, Katze und Maus. Ich hab schon gesagt, das erinnert so ein bisschen an 3D-Schach, was Elon Musk hier spielt. Also das wundert nicht wirklich, wenn man seine Tweets hier in dieser Konstellation so ein bisschen verfolgt. Und naja, willst du, dass ich mehr Aktien verkaufe? Noch mehr Aktien? Ne? Realisierte Kursgewinne, die dann entsprechend versteuert werden müssen? Du musst nur ein Wort sagen. Ja, dann mache ich das. Und das ist eine regelrechte Attacke auf das Establishment, auf die Politik. Und auch also nicht, dass wir von Elon Musk etwas anderes gewohnt sind. Wir erinnern uns dran. Also der hat auch mit der SEC zum Beispiel, mit der Börsenaufsichtsbehörde in den USA ja durchaus den einen oder anderen Konflikt oder Eskurs gehabt im Hinblick auf potenzielle Marktmanipulation und dergleichen. Da gibt es ja einige sehr, sehr fragwürdige Methoden. Ich will das auch nicht gutheißen oder sonst dergleichen. Nicht, dass man das falsch versteht. Aber was ich interessant finde, ist die Aggressivität, mit der jetzt auch mittlerweile gegen Politiker auf offener Bühne eben entsprechend agiert wird, infolge des offensichtlichen Versagens ihrer Politik, die sie ja auf den Weg bringen. Also in den USA ist das nochmal eine etwas andere Kiste vielleicht als hierzulande. Aber ich glaube auch hier in Europa, in Deutschland eventuell, wird sich früher oder später ein ziemlicher Sturm der Entrüstung entladen auf die Politik. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf das Rumgejammer dann der Politiker, dass das ja jetzt halt total unfair ist, diese Härte, mit der jetzt da Diskussionen geführt werden. Naja, es ist ja offensichtlich die einzige Möglichkeit, um eben an diese Menschen überhaupt heranzukommen. Denn sie verwehren sich ja auch einem kritischen Diskurs fortwährend. Das ist ja offenbar. Also wissenschaftlicher Austausch hat ja im Hinblick beispielsweise auf die Corona-Pandemie im letzten Jahr nicht stattgefunden. Man hat ganz bestimmte ungemütliche, kritische Stimmen hat man zensiert, hat man diffamiert, hat alles in der Macht Stehende getan, um diese Menschen vom Diskurs auszuschließen. Man hat auch im Hinblick beispielsweise auf den Diskurs mit der AfD, zu der man stehen kann, wie man will, aber sich komplett einer kritischen Auseinandersetzung verwehrt. Man hat die diffamiert und wundert sich jetzt, dass eben vielleicht die Zeit des Guten und die Zeit des Lasst uns miteinander reden oder so geht's doch jetzt nicht, dass die jetzt so ein bisschen dem Ende zukommt. Also ich meine, man hat ja alles in der Macht Stehende dafür getan. Aber wir schweifen so ein bisschen ab. Also Fakt ist auf jeden Fall, das ist eine unglaublich interessante, auch für die Tesla-Aktie Entwicklung, die hier wieder stattfindet, die
meiner Einschätzung nach dazu beiträgt, dass wir erstmal den Drop sehen, weil es zeichnet sich ab, es besteht die Möglichkeit, dass Musk eventuell nochmal ein größeres Aktienpaket eben auf den Markt gibt. Also nicht, dass er das nicht kalkulieren würde, aber die Spekulation alleine, dass es eine Möglichkeit gibt, aus welchen Gründen auch immer, dass er diesbezüglich aktiv wird, sorgt eben jetzt für Sorge, sorgt dafür, dass Marktteilnehmer unsicher werden und eventuell das versuchen zu frontrunnen. Und deswegen rückt eben die Tausenderregion in den Mittelpunkt des Geschehens und infolgedessen ist ein Bruch tiefer hier durchaus nochmal eine Option. Und wie gesagt, ein tieferer Flashout, da kommen wir nämlich dann zu der übergeordneten Tesla-Betrachtung. Also ist durchaus denkbar, dass wir in dieser Konstellation, ich nehme mal die ist relativ flach verlaufen, die Trendlinie, aber diese hier, dass ein Run in Richtung dieser Trendlinie mit Unterschreiten der 1000, also in Richtung der 900er Region, vielleicht leicht oberhalb 920, 930, durchaus eine ernstzunehmende Option darstellt. Was dann auch CRV-technisch beginnt, unglaublich attraktiv zu werden, ausgehend von den Wachstumsaussichten, die Tesla ja im Laufe der letzten Earnings Releases, Quartalsbericht und dergleichen kommuniziert hat. Wir haben weiterhin ein sehr, sehr günstiges Aktienumfeld. Eigentlich, also das heißt zumindest mal deutet die auch die Resilience, also die Widerstandsfähigkeit auf eigentlich bärische News rund um Aktienabschläge, begünstigende Entwicklung, Taper beispielsweise, also Reduktion der Anleiheaufkäufe und dergleichen, sorgt nicht dafür, dass es eben stärkeren Abgabedruck gibt, deutlich anziehende Anzeichen einer ansteigenden Inflation, die auch früher oder später Spikes in Zinsen begünstigen wird. Die sehen wir zwar derzeit noch nicht, aber die sind zeitnah durchaus eine Option. Auch das ist etwas, was eigentlich auf Aktien dann in Erwartung, dass es so kommen wird, eher bärisch durchschlagen sollte. Der Aktienmarkt entzieht sich dem komplett. Tesla ist sehr, sehr heiß gelaufen nach dem Ausbruch auf neue Allzeithochs in diesem Run. Das war ja hier besonders ein sehr starker Earnings Release und dann diese Auskunft, das Herz, der Autoverleiher, 100.000 Tesla kauft in seinen Fuhrpark aufnimmt, dass dann hier auch eine entsprechende vielleicht FOMO nach sich gezogen hat, Fear of Missing Out, und diesen vertikalen Kursanstieg nach sich gezogen hat. Jetzt gibt es eben eine scharfe Korrekturbewegung. Und wenn wir von Niveaus um 1200 Dollar in die Gefilde bis hier 900 Dollar korrigieren würden, sprechen wir von einer Korrektur zwischen 20-25%. Das ist durchaus CRV-technisch mit dann jetzt nach deutlich nach oben angepassten Kurszielen, 1500 Dollar und höher, CRV-technisch denke ich ein sehr, sehr attraktiver Bereich, gegen den man hier dann sich long positionieren könnte, vorausgesetzt es gibt überhaupt diesen Flashout. Das ist die Frage. Wie gesagt, wenn die 1000 hier nicht gehalten werden kann in Tesla, wir dann vielleicht sogar diese Übertreibungstiefs von letzter Woche Dienstag, ja, es war Dienstag hier, um 980, 985 Dollar unterschreiten, könnte nochmal ein tieferer Lauf stattfinden, der uns vielleicht dann auch hier bis in diese Gefilde, dieses ich nenne es mal das Herz-Gap führt. Und dann sind wir allerdings in Gefilden dieser Trendlinie und dann werden auch mittelfristigere Engagements in Tesla hier durchaus interessant. Auch mit im Hinblick auf das saisonal günstige Aktienfenster in den Jahresschluss hinein und dergleichen. Ich könnte mir vorstellen, auch weil viele Portfolio-Manager noch underweight sind in Tesla, mit Ausblick auf die Portfolio-Ausrichtung im Jahr 2022 und dergleichen, das scheint mir durchaus interessant, hier auch einen Blick drauf zu werfen. Also ich würde das jetzt nicht tradingtechnisch berücksichtigen, derzeit jedenfalls, sondern eher für mittelfristige Engagements oder auch längerfristige Engagements in Betracht ziehen. Aber man sollte auf jeden Fall eine Aktie so ein bisschen im Hinterkopf behalten und die Tausenderregion und sehen, ob die diesen Bereich brechen. Falls ja, Schuss drunter, unterhalb, dann ist denkbar, dass wir eben, wie gesagt, diese übergeordnete Trendlinie hier nochmal anlaufen und die 900er-Region könnte eben durchaus von Interesse sein dann für Long Plays. Ja, und das wäre es soweit erst einmal tatsächlich meinerseits gewesen. Ich schaue nochmal kurz in die Chatbox, ob Fragen aufgekommen sind. Ja. Ich glaube, das ist das Spannende. Also, Andi schreibt, nicht böse gemeint, aber Musk ist einfach ein Troll. Ja, seine Tweets als CEO haben halt fast schon Trump-Charakter. Das steht vollkommen außer Frage. Mittlerweile muss man allerdings auch sagen, wir als Trader, wir können dazu eine Meinung haben. Ich habe da auch eine Meinung zu. Und wenn ich der CEO wäre, dann oder generell ein CEO wäre, welches ein aktiennotiertes Unternehmen eben führen würde und dergleichen, ich würde mir das gut überlegen, ob ich das täte, beziehungsweise es würde wahrscheinlich meinem Naturell generell nicht entsprechen, das derart zu fahren. Aber man muss dann auf der Kehrseite natürlich sagen, wenn das nun mal die Regeln des Spiels sind, nach denen jetzt gespielt wird und die auch offensichtlich keine Konsequenzen nach sich ziehen, naja, dann
gilt es für uns als Trader entsprechend eben sich darauf einzustellen und entsprechend eben für uns hier daraus das Beste zu machen, in Anführungsstrichen. Das sind die Spielregeln oder beziehungsweise das ist das, wie sich das darstellt. Nochmal, eine Meinung dazu haben, das steht außer Frage, aber wir sind als Trader einfach dann in der Pflicht, aus diesen Gegebenheiten und aus dieser Beobachtung, aus diesem Pattern, aus diesem Muster, welches wir dort erkennen, eben das Optimum zu machen. Also das ist unser Job als Trader, der losgelöst sein sollte von, wie gesagt, der Meinung. Ich bin allerdings auf deiner Seite, also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Also ich bin da ganz deiner Meinung, aber wie gesagt, ich sehe das jetzt mittlerweile losgelöst wiederum von dem, wie ich mich dann als Trader eben tatsächlich positioniere. Und wenn es das Spiel ist, okay, dann ist es das Spiel. Das sind die Regeln und dann akzeptiere ich die Regeln und nach den Regeln spiele ich. Also beziehungsweise oder ich wende mich einem anderen Spiel zu, wenn mir die Regeln nicht gefallen an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das sollte man an der Stelle versuchen zu minimieren, diese Meinung aus dieser Perspektive. Tore fragt noch nach Goldman. Einen Moment. Was Goldman Sachs? Da können wir auch einen Blick drauf werfen. Jetzt dauert das wieder ein bisschen. Einen Moment. Wir melden uns mal neu an, dann funktioniert das alles besser. So. Ja. Das ist in der Tat interessant. Also, was wir erkennen können, ist, dass wir ja hier, ich vermute mal, 14. Oktober, das kommt ungefähr hin, das dürfte der Earnings Release gewesen sein. Wir haben auf den Earnings Release, der relativ gut war, auch infolge dann anziehender Zinsen und dergleichen, ein Gap-Up zu sehen bekommen und ein Run hier, das uns in Richtung der Allzeithochs geführt hat. Starker Follow-through ist nicht, hat nicht stattgefunden. Aber was ich jetzt interessant finde, ist, dass wir dieses Earnings Gap hier offensichtlich halten können und dass wir diese Abwärtsstruktur, die sich hier nach dem Anlaufen der Allzeithochs herauskristallisiert hat, haben brechen können. Also das bedeutet etwas anderes von mir, das ist eigentlich jetzt ein bullischer Breakout. Wenn wir jetzt einen Tagesschluss oberhalb von 400, ich würde mal sagen 405 zu sehen bekommen. Hier diese Gefilde. Also, das heißt, wir haben schon einen sehr starken Lauf jetzt zu sehen bekommen in den Schluss hinein, in den Wochenschluss hinein. Schluss oberhalb. Möglichst auch ein Halten oberhalb, dann auch auf Tagesschlusskursbasis. Ist, glaube ich, ein ganz attraktiver Bereich, wo man sich überlegen könnte, sich long zu positionieren, in Erwartung, dass es nochmal zu einem Lauf in Richtung Allzeithochs und höher kommt. Ich habe trading-technisch weiß ich jetzt nicht, wie sich die Struktur darstellt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so der volatilste Titel, oder beziehungsweise das ist trading-technisch eventuell auch nicht unbedingt attraktiv, auch rausgehen, vielleicht von niedrigen nicht, Liquidität vielleicht. Infolgedessen es dann vielleicht breitere Spreads gibt und dergleichen. Deswegen bin ich an der Stelle so ein bisschen reserviert, aber als Kandidat hier auf der Oberseite ein Play in Richtung 4,25 bietet sich das vielleicht an. Ob das in einem Tag läuft, vielleicht braucht das mehrere Tage, aber CRV-technisch könnte das durchaus interessant sein. Mit einem Close-Over von 405, genau, würde man sagen, Stops allerspätestens 400. Ja. Ausbruchniveau und dann $5 Risiko für eine Chance auf der Oberseite von 20, $25. CAV 4 zu 1, 5 zu 1. Ja, das ist interessant. Ohne Frage. Ja. Ja, ich hoffe, dass das die Frage beantwortet. Und das wäre soweit meinerseits auch tatsächlich gewesen. Zunächst. Also, ich wünsche euch Happy Trading. Passt auf eure Stops auf und wir hören wieder voneinander am Dienstag, also morgen am 16.11. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Habe ich noch was vergessen? Ja, Fragen gerne unterhalb des Videos. Natürlich auch zu betrachtende Märkte, die ich dann schon mal vorbereiten würde für morgen. Eben entsprechend, wie gesagt, kontaktiert mich gerne über Twitter, gerne via Mail, gerne über die Trading-Chatbox, gerne über die Discord-Community. Wie gesagt, alle Links unterhalb dieses Videos und soweit meinerseits. Also. Guten Start in die Handelswoche. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.